Hallo allerseits, LP Warm? hier und willkommen zu. Er steckt gerade die Bomben alleine. Ich musste mal wieder eine Hashtag Frag die Bombenfolge ausfallen lassen. Eigentlich wäre ja schon letzte Woche eine Hashtag Frag die Bombenfolge gekommen, aber ja, Bettler hatte mal wieder keine Zeit. Ich habe ihn mehrmals angeschrieben, wann nehmen wir Hashtag Frag die Bomben auf, und er hat andauernd mit keine Ahnung geantwortet. Jedenfalls, deswegen habe ich mir mal so eine kleine Idee für so ein Video einfallen lassen. Und zwar will ich ein Bettler Roast Video machen. Ihr sollt unter diesem Video einen Kommentar schreiben, wo ihr Bettler roastet. Lustig und übertrieben, aber keine Beleidigungen, weil die werden sonst sofort gelöscht. Also tut dann schön auf seine Unzuverlässigkeit rumreiten, auf sein Aussehen und so weiter. Und so eine kleine Randinfo für euren Roast-Kommentar. Bettler ist so einer, der gerne in WhatsApp erst nach einem halben Tag auf eine Nachricht antwortet. Manchmal tut er auch gar nicht antworten. Also tut auch schön drauf rumreiten. Und ja, und wenn es mindestens 4 oder 5 gute Roast-Kommentare geben wird, wird dann das Video gemacht. Dann Julian hat ja auch angekündigt, dass er Sonntag was Großes herausbringen will. Was es ein Diss-Track sein wird oder eine Hurensohn-Analyse, was auch immer, werde ich auf jeden Fall dazu eine Reaction machen. Dann, ich hatte ja auch vor ein paar Tagen auch meine Abschlussfeier. Ich habe auch da ein paar Sachen aufgenommen. Der Vlog wird dann die Tage kommen. Also willkommen zur Folge 37 von Hashtag Frag die Bomben. Für die, die nicht wissen, was Hashtag Frag die Bomben ist, in Hashtag Frag die Bomben werde ich eure Fragen beantworten. Mal ernst, mal weniger ernst. Unter dem Hashtag Frag die Bomben. Oder Hashtag LP-Bomb, je nachdem, was euch lieber ist. Oder Hashtag Bettler stinkt, je nachdem, was euch lieber ist. Also gut, dann schauen wir jetzt doch mal an, was meine bombastischen Abonnenten für Fragen gestellt haben. Hashtag Bettler stinkt. 1,3 Durchschnitt ist unnormal. Ich habe 2,7. Ja, für die, die es in den Kommentaren nicht gesehen haben, ja, es dachten wohl einige, dass ich mit 1,33 meinen, ja, Forstdurchschnitt meinte, aber ich habe ja kein Komma gesagt. Ich habe ja 1,33 gesagt, nicht 1,33. Also, was ich halt damit gemeint habe, dass ich halt in Englisch, Deutsch und Mathe halt 1,33 hatte. Also ein Durchschnitt von 2,3. Das haben wohl einige falsch verstanden, oder? Xbox versus PS versus PC, was ist besser? Ja, alle drei sind ganz gut. Ich meine, PlayStation hat auf seiner Seite Gran Turismo, Ratchet & Clank, God of War und so weiter halt. Und Xbox hat ja Gears of War, Halo und Forza. Deswegen also, ja, ich finde alle drei gut. Aber vergiss Nintendo auch nicht, gell? Weil ohne Nintendo gäbe es dann wahrscheinlich keine Videospielindustrie mehr. Ich meine, die kamen ja 1984 ja mit dem NES und haben die Videospielindustrie quasi gerettet. Also, Nintendo hat auch sehr viel Aufmerksamkeit verdient. Ja. Wie wär's mit einem CODBO2 mit 8 Leuten? Die ersten 4, die rausfliegen, bekommen einen ekligen Smoothie von den anderen 4 und müssen es herunterschlucken. Ernsthaft. das wäre eigentlich ein nicht schlechtes Video. Nee, wirklich. Das wäre wirklich eine gute Challenge. Aber ich mache dann die Challenge erst dann, sobald ich dann einen Alligator habe. Weil was bringt es dann, die Challenge zu machen, wenn es nicht mal Gameplay gibt? Was hast du in den Sommerferien vor? Boah, ich habe noch eine Menge in den Sommerferien vor. Ich will, wie gesagt, diese 3 Let's Plays ja machen. Wie gesagt, das erste ist ja bekannt, der Italian Job. Und die anderen zwei sind noch eine Überraschung. Dann, es werden wahrscheinlich noch ein paar Vlogs folgen. Mal schauen, wie es sein wird. Eventuell vielleicht noch ein, zwei Reaction-Videos. Und ansonsten, ja, ganz normal halt jede Woche Hashtag Frag die Bomben. Habt ihr eine Freundin? Ne, also ich habe immer noch keine Freundin. Was ist euer Lieblingsauto? Also meine ist der Subaru Impreza WRX STI. Vor allem das Blob-Ei-Modell, Alter, das sieht so schön aus, boah, göttlich. Und vor allem auch noch das Sound, Alter, vom Vierzylinder-Turbo-Boxer-Motor. Und wenn es sich bei Bettler nicht zum 100. Mal verändert hat, dann müsste sein Lieblingswagen eigentlich der Nissan Skyline GT-R R34 sein. Was ist deine Lieblingsteesorte? Was hältst du von Aprikosen? Boah, meine Lieblingsteesorte. Schwer zu sagen, weil ich trinke jetzt nicht wirklich so viel Tee. Grüntee ist ganz nice, ja? Und dann, was ich von Aprikosen halte. Also, naja, die sind mir etwas zu klein. Na, da finde ich doch Äpfel etwas besser. Ich meine, die sind wenigstens schön groß und auch schön saftig. Warte, über was reden wir nochmal? So, das war's mit all den Fragen, und falls eure Frage nicht beantwortet wurde, keine Sorge, es gibt ja immer noch nächste Woche. Also, das war's mit dem Video. Bis dahin.